Verwendung. Und zwar. Die Fußbohne aus. Schlüsseltür. Willkommen, Fußboden. Also hätten wir den Fußboden doch schon in der Nacht da rausreißen können. Oh ja, warum wird Dings. Naja, ich wusste nicht, dass ich das Gerüst so übernehme. Schön hell Birkenboden. Ja, etwas mehr Abwechslung. Boah, der ist wirklich hell. Oder ist das bloß so? Ein bisschen optisch. Zack. Jetzt ist von draußen und dann geht mir so rein und da ist dann das. Das da rein, das da rein. Das, das, das. Ach, ich wollte das Ei. Naja. Erde. Zack. Und. Wie ging das? So, 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 so. Du nervst. Gut, dass wir es gerade gebaut haben. 9. Obwohl. Ist ja ein kleines Waldhütchen bis jetzt noch. Lassen wir es auch dabei, dass es ein kleines Waldhütchen ist. Machen hier. Eine Waldhütchen haben kleine Fenster. Wir machen jetzt mal keine Scheiben, habe ich gerade beschlossen. Ah, ich weiß nicht. War noch vielleicht. Vielleicht später Scheiben. Hier noch eins. Und hier noch eins. Und das andere liegt draußen. Danke. Macht hier Sinn? Nee, das wird zu viel. Zu viel ist gut nicht. Für ein Waldhütchen sind, glaube ich, die anderen schon zu viel, aber naja, wir wollen ein bisschen Rundumsicht haben. Komm her, du. So, ganz gefällt mir das hier aber nicht. Das muss nicht bis ran gehen. Das kann ruhig so kurz zu Ende beginnen, aber bis ran nicht. So viel zum Thema, wir betreiben nicht viel Terraforming. Oh, ein Apfel. Yeah. Apfel. Stirb, Kuh. Ich hab Hunger. Oh, hier liegt so viel Zeug rum. Na gut, lass mal so. Erstmal. Vorerst. Nächstes Mal. Vorerst. Nee, so. So ist besser. Dann weckt das so ein bisschen den Anschein, dass das alles hier. Sieht es ein bisschen aus, als wäre das hier so ein bisschen reingebaut in den Hügel. Versuchen wir sowieso ein bisschen alles so zu stylen, so ein bisschen in die Landschaft einzupflegen, unsere Gebäude, anstatt die Landschaft in Gebäuden anzupassen. Je nach Möglichkeit, also die Kleinigkeiten wir jetzt eben, kann man natürlich. Das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, das, das. Okay. Ich will noch ein bisschen. Hähnchen haben. Stehen die Sonne gut. Wir bleiben jetzt nicht den ganzen Tag da drin. Ich habe eine Idee. Wir bauen uns zeitlich hier rein. Um alles von hier oben in Ruhe abbauen zu können. Und dann springen wir runter und lassen uns von einem Creeper in die Luft jagen. Diese Idee gelingt, muss ein Creeper mitspielen. So, da bin ich noch weggeschaut. Na, ich verstehe. Da wollte ich ja noch, dass die. Also ich störe mir, dass die Endermänner immer dann so die Landschaft zu legen. Endermänner, wohl gesagt. Da wollte ich das deaktivieren, aber dann deaktivieren wir, wie gesagt, auch, dass die Creeper die Landschaft zerlegen. Und da würde mich kurz interessieren, ob das stören würde. Einfach ein Ja oder Nein. Die Kommentare. So, egal, schalt's aus.
das an. Oder da ist überall Eisen. Bricht nicht so viel aus. Ne, da geht's nicht weiter. Oh, verdammt viel Eisen, oder? Für den Anfang. Das ist nett. Oh, Kohle. Das ist jetzt generell auf allen Karten so. Ich weiß auch, wo ich angefangen habe. Gab es die Rohstoffe immer nicht so extrem wie jetzt? Ich finde schon, dass die viel öfter generiert werden, den neuen Generator. Obwohl ich gerne noch eine ganz alte Welt hätte, mit solchen Schnitten drin. Also, wie bei anderen Let's Playern. Das sieht wirklich cool aus. Das mag ich, wenn man so genau sieht, bis dahin warst du und dann kam die neue Version, wo der World Generator ein bisschen verändert wurde. Und da generiert es dann neu. Sieht schon cool aus, aber so lange. Ja, hier. Gib ihn. Gib ihn. Ah, stirb. Eisen. 16 Koppel. Ist ja voll die Welt. Wir machen das ja ein bisschen schicker. Auch so ein Wort schicker. Naja, über Worte lässt sich streiten. Genau. Und über Koppel nicht. Koppel braucht man überall, da gibt es keine Diskussion und keine Streits. Du kommst noch weg. So, och, jetzt haben wir schon fast mehr Koppel, als wir brauchen. Unser erstes Eisen, wir haben Kohle. Das ist halt, wenn man eine Weile schon gespielt hat, dann sind diese Neuanfänger auch nicht immer so eine Herausforderung. Sondern einfach. Ja, sammeln. Dup, dup, kommt alles rein. Hier. Zack. Und hopp. Kleine Stöfchen. Und flupp und tada. Kommt hier rauf und runter, rauf und runter. Cool. Oh, sieht ein bisschen mickrig aus. Nee, bleibt so. Ist ja auch ein kleines Waldhütchen, das soll ein bisschen mickrig wirken. So. Hier, zack. Ding da. Ja. Zack, 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 zack. Das ist cool, wenn man das jetzt hier so. Was mache ich denn? Die brauchen wir auch. Davon, aber die wollte ich gerade eigentlich gar nicht machen. Ach Mann. Und das Eichenholz geht auch schon wieder zur Neige. Zack, wir wollten hier. Zwei Eichen auch theoretisch. Einen da, nein, da. Für die Optik. Das stützt nämlich das ganze schwere Dach hier. Dieser kleine Balken. Überall wird so dicke gebraucht. So hier, so fette Balken hier, seht ihr? Und nur da reicht so ein kleiner. So, wie macht man das hier oben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall guckt das hier raus. Das heißt, das hier muss ein Räumchen werden. So machen wir das. Ja, genau. Oh, was ist denn das? Cool! Alter! Schwebende Mini-Insel! Bäume drauf! Boah, boah, boah! Müssen wir unbedingt lassen. Tiger. Ein Tiger. Lass mich hier ein bisschen ausleuchten. Tup. Wichtig. Vor allem am Anfang. Wir wollen ja nicht, dass da irgendwas spawnt und uns. Tja, die offene Tür ist voll sinnvoll. 28, naja. Da, und dann hier. Das ist ein gleichmäßiges Dach? Nee. Das endet auf einer. Auf einer. Ist von einer Slab.
Genau. Kann man eigentlich hier so durchziehen? Haben wir eine 3er Raumhöhe? Ja, nett. Nicht die cleverste Idee, aber. Die Frage ist dann auch, was für ein Dach? Ich hätte gerne ein dunkles Holz. Dunkles Holz. Schlafen wir erstmal. Bis die Nacht vorbei ist, solange wir noch umgerüstet sind, so ziemlich. Ich habe keinen Bock, das erste Eisen für Rüstung zu verballern. Das ist mit dir noch rein. Tup, tup. Ist auch rein. Oh. Essen müssen wir machen. Und Felder müssten wir auch mal anlegen. Ach da. Naja. Was machen wir nochmal? Und lassen wir hier noch ein bisschen. Vielleicht ist der mich nachgewachsen. Ich weiß, es ist eigentlich Kohleverschwendung, aber Kohle gibt es immer so viel. Und notfalls kann man sogar Holzkohle machen. Aber ich denke mal, dieser Notfall wird nie eintreten. Weil Kohle einfach mittlerweile in Minecraft überhaupt nicht selten ist. Wenn es das früher vielleicht mal war, aber mittlerweile. Wir müssen aufpassen, dass wir den Wald nicht zu weit zurückdrängen. Den. Soll noch ein bisschen waldig um unser Haus drumherum sein, es soll ein Waldhütchen sein. Ich muss noch ein bisschen was abpflanzen wieder. Aber ich sehe hier gerade keins. Da ist einer. Und zwar genau hier. Nee, das ist zu weit weg von den anderen Bäumen. Ja. Da kommst du jetzt hin. Genau da. Du auch. Du kommst nämlich hin. Ja, du kommst auch mit. Du kommst nämlich genau dahin. Ich bin gespannt. Das wird dann so die Waldgrenze, wo wir nicht weiter abbauen. Okay, das ist dicht genug. Das ragt sogar raus. Da müssen wir mit der Schere wahrscheinlich noch ein bisschen sensen. Jetzt komm hier. Zack. Ach, es war Essen abholen. Ich habe auch den. Ja, genau. Essen aus der Truhe. Schmeißt mir alles rein. Den, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich habe auch den Mod rausgehauen, der die Dorfbewohner so verändert hat. Ich finde, den braucht man nicht wirklich. Außerdem sind die uns eh mal so weggestorben, wenn du dann wirklich mal interagiert hast mit denen, geheiratet oder so ein Quatsch. Das ist irgendwie nicht ausgeklügelt. Ist zwar nett, wenn du hingehst und sagen hallo, aber haben halt wieder Standard-Dorfbewohner. Den man nur handeln kann. Aber das reicht ja auch völlig aus. Das ist ein Holzdeck. Ist auch nett. Da könnten wir auch noch was drauf bauen später. Mal schauen. Ach, wir müssten. Naja, das ist die Sichtweite hochstellen, nicht teste ich hier mal offscreen. Da habe ich noch nicht rumprobiert, wie weit wir die noch hochdrehen können, weil wir sehen jetzt zum Beispiel den Hügel hinten noch gar nicht mehr. Aber die sehen wir noch. Füße gebrochen, beide. Ah, sehr überrascht, wir tragen keine Rüstung. Ach, Tiger, Tiger. Ich habe deine Ente nicht gesehen. Auf, Tiger. Ich meine die Höhle oder bauen wir weiter? Höhle oder weiter? Naja, ich habe eine Idee fürs Dach. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Holz. Obwohl ich gerne dunkles Holz hätte fürs Dach. Ach nee. Wir bleiben bei der Eiche vorerst. Und du kommst auch erstmal weg hier. Zup. Zup. Ein bisschen Eichenholz. Tut auch alles. Warum könnten wir uns hier vorne welche hinpflanzen, die alleine uns mit Holz liefern? Mit Holz liefern klingt auch wieder genial, gell? Nein, da. 1, 2, 3. Also die
Holzen gedacht sind. Dann brauchen wir den Wald nicht mehr so anzukrabbeln. Dann machen wir uns mal eine Holzfarm. Habe ich eigentlich noch nie gemacht, weil es immer Holz gibt. Das machen wir mal. Holzen uns so ein Gebiet ab und pflanzen da Bäume hin als Holzfarm. Nette Idee. Ich wünsche dir auch mit.